Auf der Kampmann-Website bieten wir Ihnen ein Berechnungsprogramm an, welches ich am Beispiel KTMHK einmal vorstellen möchte. Wir befinden uns auf der Seite der Unterflurkonvektoren. Hier finden wir auch den KTMHK und klicken dafür auf Berechnen. In der Produktauswahl finden wir voreingestellte Parameter, die hier aufgelistet sind und einzeln oder gemeinsam zurückgesetzt werden können. Die Standardwerte sind voreingestellt, um Fehlkonfigurationen zu vermeiden. Dazu kann ich jetzt oben in den Dropdowns einfach meinen Kanal anpassen. Zum Beispiel habe ich eine Bauhöhe von maximal 160 mm zur Verfügung. Und schon habe ich eine Auflistung meiner möglichen Treffer. Als Beispiel suche ich ein Gerät mit ca. 650 Watt Kühlleistung bei trockener Kühlung. Alle Werte, die hier aufgelistet sind, gelten für Standardtemperaturen, die hier unten aufgelistet werden. Und ich brauche ein Gerät, was in diesem Betriebspunkt bei maximal 37 dBA Schallleistungspegel betrieben wird. An dieser Stelle suche ich den für mich passenden Kanal aus und klicke auf Berechnen. Meine eben eingestellten Parameter sind hier in den einzelnen Dropdowns-Menüs wieder sichtbar. Weiter unten im Bereich des Berechnungsprogramms werden meine Leistungsdaten ausgegeben. Als Beispiel wurde eingangs erwähnt, dass ein Kanal gesucht wird mit einer Kühlleistung von ca. 650 Watt bei 37 dBA Schallleistungspegel. Das wird in diesem Fall eingehalten. Jedoch liegt vor Ort ein Kühlnetz mit den Temperaturen 17-20 vor. Diese kann ich über den Schieberegler ganz einfach einstellen. Man sieht, dass die Schieberegler in Abhängigkeit zueinander stehen. Auch hier werden Fehlauslegungen dadurch vermieden. Ich stelle dementsprechend meine Temperatur von 17-20 wie gefordert ein und sehe, dass der Kanal nur noch eine Leistung von 500 Watt hat und ist nicht mehr ausreichend entgegen meiner Auslegung. Dazu kann ich jetzt oben in den Dropdowns einfach meinen Kanal anpassen. Dementsprechend zum Beispiel die Länge ändern auf 2000 mm. Man sieht, dass es den KTMHK 290 nicht in der Länge 1850 mm gibt. Deswegen ist diese Auswahl verriegelt. Ich kann an dieser Stelle meine geänderten Werte bestätigen und sehe bei den von mir eben eingestellten Parametern die neu berechneten Leistungen und sehe, dass mein Kanal eine Leistung von 680 Watt bei 37 dBA Schallleistung hat und kann dementsprechend ausgewählt werden. Im Anschluss an meine Konfiguration habe ich die Möglichkeit, mir dieses Produkt auf die Merkliste zu setzen, den Ausschreibungstext downzuladen, in dem die neu berechneten Werte automatisch übernommen wurden, oder mir die Konfiguration auszudrucken. Unser Versprechen an Sie: Wir entwickeln unser Berechnungstool stetig weiter, damit wir Ihnen den bestmöglichen Service bieten können.